So, guten Tag Leute, hier bin ich mal wieder, euer Kommentator MG muss mit. Unsere 60er sind heiß auf das nächste Testspiel. Aber wir gehen mal wieder ins Teammanagement, sind wir ja mittlerweile gewohnt von mir, dass ich hier doch des Öfteren mal durchwechsel. Auf Rater T, ja, dürfte der Richtige sein. Was ist der andere? Ach, ist der defensive Mittelfeldspieler? So, aber passt eigentlich soweit, würde ich mal sagen. Unsere Spieler müssen sich halt nochmal ein bisschen erholen. Deswegen drücke ich mal auf Weiter. Und dann gucke ich mal das Ganze vor dem Spiel nochmal an. Nicht, dass einer total fertig ist. Nee, haben sich alle gut erholt, bis auf Schulz und auf Rater. Die sind halt das noch nicht so gewohnt. Alter, Reaktion 80. Ist ja krank. So. Ja, ist schon brutal. Spezialbewegungen, das ist ja auch krass. Also, den lassen wir drin. Egal, was kommt. So, spielen wir das nächste Testspiel. Gegen Palermo. Palermo kann ich mir merken. Rosa Hemden, ist das geil. Ja, spielt in rosa. Palermo. Ah, ist ja schön. So, erstmal wieder die Aufwärmphase. Die können wir doch mittlerweile. Wie ist denn das nochmal gegangen? Ah, so. Ups, das war zu stark. Das leider auch. So. Ah. Ja, probieren wir erst die andere Seite. Treffer, perfekt. Ups. Der ging drüber. Natürlich nicht so vom Vorteil. Treffer, perfekto. Ah, knapp. Knapp vorbei. Ist leider auch daneben. Ah, mittlerweile wird's mit den Übungen. So, wir spielen daheim in München gegen Palermo. 60 mit dem Anstoß. Zumindest haben sie schon eins gewonnen. Und zwar den Anstoß. So, Flanke. Verhungert, mehr oder weniger. So. Einwurf, 60. Was war denn das jetzt für eine Aktion? So. Zieht ab. Oh, knapp vorbei. Ich hätte Schulz vergönnt, dass er den Treffer landet. Leider nicht, leider nicht. Ja, man kann halt nicht immer treffen. So. Hier geht's weiter. Ab durch die Mitte, wie immer. Was war denn das jetzt für eine Aktion da vorn? Totale Ungereimtheiten hier im Sturm. Ihr sollt doch zueinander finden. So. 60 hat den Ball, so wie er sich gehört. So, dann gehen wir wieder Richtung Tor des Gegners gegen Palermo. Aber die spielen gut. Da schwitzen unsere 60er. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie durch zum Tor. Haben wir dann auch das Quäntchen Glück, dass man hier den Abschluss finden. Schön rausgespielt. Ah. Leider kam es nicht zum Abschluss. Können wir nicht durch. Die stehen gut in der Abwehr. Sind aber generell recht gut, was ich gerade finde. Diese Palermoaner. Oder wie nennt man die Leute, die in Palermo wohnen? Eine gute Frage. Palermoiden. Ach, Wurst. Die aus Palermo kommt. So. Palermo aber jetzt mit dem Versuch aufs Tor zu kommen. Aber 60 steht abwehrtechnisch auch recht gut.
So. Es will sich jetzt eine Lücke erarbeiten und suchen. So, Hofratta geht zu Boden. Wird zu Fall gebracht. Aber wohl mit legalen Mitteln. Schade, schade, schade. Aber wer will hier schon Elfmeter-Tore? Hier wollen die erspielen. Und zwar so. Benjamin Laut in der 26. Minute. Da wird es in München laut. Sehr laut. Sie freuen sich. So, weiter. Die Löwen sind hungrig. Die wollen beißen. Die kämpfen. Sie sind keine trägen Miezekatzen. Nein, sie sind die Löwen. Und die beißen sich nämlich durch. Sind wir mittlerweile gewohnt von ihnen. Ah, er sperrt sich zwischen dem Ball. So. 60 aber wieder im Ballbesitz. Sucht die Lücke. Sucht immer noch die Lücke. Ah, da stupsen sie ihm den Ball gerade noch vom Fuß. Sie wissen, er ist gefährlich. Und er ist ja unser Torschütze der letzten Saison. Deswegen muss man auf den ziemlich aufpassen. Wie eigentlich auf jedem bei uns im, ja, im Sturm. Und Tor auf Hofratta. Einfach mal außerhalb des 16ers in den Winkel gehämmert. 36. Minute. 60, 2-0 vorne. So, und er zieht ab und weg mit dem Ding. Der Torwart chancenlos. Der Palermo-Torwart. Ah, wurde zum Fliegenfänger, der Junge. So, die nächste Lücke. Jetzt sind sie unter Druck. Die in Palermo, sie müssen ja versuchen, hier trotzdem selber noch Tore zu schießen, damit sie das Ding noch gewinnen können. Natürlich müssen sie da die Abwehr ein bisschen vernachlässigen. Und ja, das könnte natürlich wieder zu Kontern für unsere Löwen führen. So, 41 Minuten bereits gespielt. Ja, zwei Abwehrspieler sind halt zu viel. Aber mit einem kommen wir klar. Aber der lässt sich einfach mal fallen. Na, komm schon. Hättest du auch gleich spielen können. Egal. Freistoß Palermo, aber schnell ausgeführt. Und 60 will natürlich sofort wieder den Ball. Geht sofort wieder zum ballführenden Spieler hin und will das Leder. So, Ecke für Palermo. Kommt rein. Ungefährlich. So, Laut läuft. Oh, er sollte eigentlich zu Blanco gehen, aber der kam nicht durch. Unsere Fehlpässe mal wieder. Der Schiri spielt mal wieder mit. So, Abpfiff, erste Halbzeit. 2-0 für 60, es läuft gut und es schaut gut aus. Es gefällt uns. So, gehen wir gleich in die zweite Halbzeit, da lassen wir keine Langeweile aufkommen. Wenn unsere 60er hier gewinnen, so wie wir es mittlerweile von ihnen gewohnt sind. Ich bin echt gespannt, ob das in der Saison selber dann genauso gut klappt in der ersten Liga. Vielleicht können wir ja doch was reißen. So, schön rausgespielt. Er zieht ab. Oh, da konnte der Torwart noch zur Ecke klären. So, Ecke kommt rein. Ah, ja. Leider wieder nicht an den Kopfball, zum Kopfball gekommen. Ja, Einwurf Palermo. Schön weit geworfen. So, schon Haddad. Schulz.
Blanco. Vollmann. Vollmann zieht ab. Knapp am Tor vorbei. Ganz knapp gewesen. So, versuchen wir unser Glück. Noch weiter. Was war denn das jetzt? Egal. Nicht verwundert sein. Einfach mal weiterspielen. So, schöner Zweikampf. So. Was machen wir nun? Wir müssen sie stoppen. Nicht, dass wir hier ein Tor kassieren. Das will ich nicht. Das kratzt sonst am Ego. Ha! Hat er sich zu weit vorgelegt. So. Herr Torwart von Palermo weiß nicht unbedingt, was er mit dem Ball anzufangen hat. Aber dafür unsere Stürmer umso mehr, was sie machen könnten. Aber klappen ist so die andere Sache. Es klappt halt nicht alles, was man sich ausdenkt. So, aber 60 schon wieder im Ballbesitz. Wieder navigationsmäßig Richtung Palermo-Tor. So, Schulz. Ah, wäre schön durchgekommen. Wurde aber gerade noch vom Abwehrspieler verhindert, vom Palermo. Der wollte nicht, dass er abziehen kann. Sie wissen da genau, er ist auch gefährlich. Mit seinen jungen Jahren ist ja erst 60 der Junge. Junge Spieler, die brauchen wir einfach, wenn wir hier noch erfolgreich sein wollen. So, Stahl. So, Laut hat den Ball. Zieht ab. Und Tor. 3:0, 60. Zweites Tor von Benjamin Laut in diesem Spiel. So, der höchste Sieg ist es auf jeden Fall schon mal in dieser Saison. Oder in dieser Testspielserie. Wenn wir natürlich kein Gegentor kassieren. Das ist natürlich Voraussetzung. Aber Palermo jetzt sehr offensiv. Die wissen, die müssen jetzt was machen. So, schön die Lücke suchen. So, jetzt zieht ab. Einfach mal probieren. Wenn man nicht weiß, wohin man spielen soll, dann sollte man probieren. So, Teammanagement. Könnte man ja auch mal nachgucken, ob wir wechseln könnten. Ja, auf Rater T, linker zentraler, linkes Mittelfeld. So, wird hier so gewechselt. So, Spiel fortsetzen. So, bin ich gespannt, ob das wieder was bringt. Er hat ein gutes Spiel abgeliefert. Ist zwar nicht ganz sein, ja, seine Position, aber er fordert den Ball. Er kommt trotzdem noch ran und kann hier Tore schießen. Ein sehr gefährlicher Spieler. Den müssen wir auch im Auge behalten. Der wird noch besser, sicherlich. Aber das ist noch ein weiter Weg. Er ist noch jung. Ist eigentlich einer der ersten Jugendspieler, die wir mal verpflichtet haben letzte Saison. Und auf dem haben wir natürlich sehr große Stücke gesetzt. Weil er früh sein Spiel gemacht hat. Spieler des Tages wurde früh. Und er ist natürlich so dankbar, dass er spielen darf. Deswegen lassen wir ihn auch spielen. So, knapp am Außenpfosten vorbei. Palermo wechselt schon wieder, 5 Minuten noch zu spielen. Regulär natürlich muss die Nachspielzeit noch kommen. Aber so hoch dürfte die nicht sein, mehr als 2-3 Minuten nicht. So, 60 holt sich den Ball. So, schön gemacht. Schön aufgepasst. So, so ziemlich die letzte Aktion in diesem Spiel.
So, 2 Minuten Nachspielzeit, wie ich es gesagt habe. Da können wir es nochmal klingeln lassen, wenn wir Glück haben. Aber nur wenn wir Glück haben, Nachspielzeit ist vorbei. Nee, das wird nichts mehr. Schiri dürfte abpfeifen gleich. Oh, Freistoß nochmal Palermo. Nichts anbrennen lassen hier. So, wow. Den hat er nicht mal festgehalten, unser Eicher. Leider, leider. So, Kopfball, bring da rein. So, Eicher, weg mit dem Ding. So, Abpfiff. 60 gewinnt alle drei oder vier Testspiele. So können wir in die Saison starten. So, ich gebe zurück. Ich sage ciao, bis morgen.